Herzlich willkommen zurück hier bei Better Than Wolves. Wir befinden uns hier in einer Höhle, in einer Mine. Ich habe ja tatsächlich gehofft, dass du mir so den ersten Satz lässt eigentlich, ja, weil ich hätte dann angefangen mit: In der letzten Folge sahen sie. Ja, du darfst das jetzt nochmal machen. Okay, in der letzten Folge sahen sie, wie Asralta und Fred Vorlaut oder Fred Vorlaut und Asralta immer tiefer in einen Höhlenkomplex eindrangen, in dem sie sich tatsächlich verlaufen haben. Heute fragen wir uns alle mit angehaltenem Atem, werden sie den Weg zurückfinden? So. Davon jetzt aber mal ab. Ich habe noch ganz viele Schienen gefunden und mich noch... Oh Gott. Geh mal in diese Höhle rein. Fred... Ja. Ich hab mich verlaufen. Ah, nee, hier bin ich. Wo bist denn du? Bei dir. Creeper. Schauen Sie. Aua, das war ich. Verzeihung. Oh, verzauberter Bogen. So, Skelett, das war's mit deiner jämmerlichen Existenz. Ich habe heute leider kein Foto für dich. Das ist bestimmt todtraurig. Huch, hier geht's im Kreis. Aber ich finde das gut, Germany's Next Topmodel ist gerade wieder angelaufen. Wir können das jetzt auch als Statement gegen zu dünne Frauen machen hier. Liebes Skelett, ich habe leider kein Foto für dich. Ich hab's noch Zischbummen gehört, also Zischen vor allem. Das Bummen kam dann auch. Zischbummen gehört. Das ist doch das typische Creeper-Geräusch. Da kommt ein Creeper und es macht nur Zischbummen. Du, wir haben ja noch keine Silberfische oder so gefunden, ne? Ne, da bin ich auch ganz froh drüber. Ich mag die Viecher ja nicht. Also das ist ja. Ich weiß auch gar nicht, wie die sich vermehren. Also ich meine, wenn man einmal so einen Silberfisch. Stein kaputt gekloppt hat und den Silberfisch nicht so vertötet, dann kommen immer mehr, ne? Ja, da weiß ich inzwischen, wie das funktioniert. Nämlich? Wenn du einen Silberfischstein kaputt machst, dann weckt der alle Silberfische in umliegenden Steinen und die kommen in Herden. Passt mich. Ich bin hier gerade noch ein bisschen weiter nach unten gegangen. Ich auch. Und ich habe Redstone und Gold gefunden. Und Eisen. Ich finde hier vor allem Lava. Ich wollte gerade sagen, ich höre einen ziemlich lauten Lavasee. Vielleicht feiert er gerade eine Party. Kannst ihn anzeigen wegen Lärmbelästigung. Mein Inventar ist voll. Nitrat kommt mal raus. Da haben wir schon genug, was wir nicht benutzt haben. Ja, das letzte Mal, als wir Nitrat benutzt haben, hatte das auch unschöne Folgen für einen von uns. Ich möchte sagen, den sorgloseren und unbedachteren von uns. Komm her, ich habe ein Diamantschwert mit einer Verzauberung drauf. Und dann diskutieren wir das aus wie echte Minecraft-Leute. Ich baue hier mal den Stein nach oben. Das will ich gar nicht. Ich will nur an das Gold. Den Rest lasse ich hier, das ist mir zu gefährlich mit dem Lavasee. Ja, das kenne ich. Also ich habe keinen Lavasee, aber das ist mir zu gefährlich. Ich sehe dich. Da hinten wäre halt noch was, aber da traue ich mich jetzt nicht hin. Ich gehe wieder zurück. Ja, wartest du auf mich ein bisschen noch? Ich gehe erstmal zurück in die große Höhle. Ja, ich weiß nicht, wie ich da hinkomme, deswegen würde ich dich bitten. Aber du hast doch die Fackeln immer an die linke Seite gemacht, oder? Ja, aber ich traue mir doch selber nicht. Na gut. Ja. So, hier die Kohle noch mitnehmen. Ich würde aber sagen, mein Inventar ist voll und ich kann jetzt noch ein bisschen Eisen und Kohle mitnehmen, bis die Stacks voll sind, aber dann ist es auch gut gewesen. Wie viel habe ich denn noch? Ja, das ist ja auch
Ist ja überhaupt kein Problem, ich bin ja auch gleich da. Na, ein bisschen Eisen geht noch. Ich bin ja nur gerade noch in so ein Loch reingegangen und hab mir, weil ich mir gedacht habe, ach ja, warum nicht, ne? Freds Inventar, das hält. Pfeifst du jetzt aus dem letzten Loch? Ich pfeife aus meinem Primärloch. Alles klar, ich bin wieder in der großen Höhle. Okay, ich bin hier vorne. Du müsstest mich quasi sehen. Hier. Ah, da bist du. Guck mal her, ich wollte hier noch ein bisschen eben mein Eisenkram voll machen. Dann bleiben wir jetzt zusammen und dann können wir gleich zusammen aus der Höhle gehen. Willst du mit mir gehen? Kreuze bitte. Nur gegen Bezahlung. Oh. Für Geld machst du alles, ne? Ja. Du weißt ja, die Bezahlung dafür, dass ich mit dir spiele, ist wie immer in Bar. Oh, hier gibt's ja nochmal richtig Kohle. Na, ich versuche gerade den See zuzubauen. Du stehst mir ein bisschen im Weg. Na gut, das geht auch. Eisen. Creeper. Das auf dich abgesehen? Jetzt ja. Ich glaube, der treibt gerade in die Lava. Oh, aber wir hätten. Hast du ihn jetzt umgebracht? Ja, hier ist aber hier noch ein paar Leute. Mann, wir hätten einen Creeper abtreiben können. Der ist doch abgetrieben. So, das Wasser mache ich hier mal dicht. Was war das? Creeper. Also was das war, habe ich schon irgendwie mehr gedacht. Nur wo? Hier gelandet. Aha. So, hier runter. Das dicht machen. So. Und da ein Klotz hin. Dass man ist einfach, wenn man so eine Höhle erkundet, ist man einfach mittendrin, statt nur dabei. Und kann man auch gar nicht mehr aufhören. Na, guck mal hier, der hat eine rosa. Ne, das ist sein Gehirn. Ich dachte, der hätte eine Mütze auf. Eine rosa Vollmütze. Ja, es war eher eine Gehirnmütze. Aber. Und erzähl mal von deinen Erlebnissen, Asphalta. Ich höre einen Kombi-Skelett. Ein Kombi-Skelett? Nee, ein Skelett, das ein Kombi unterwegs war hier zu mir. Es hat dann gehupt. Ich habe es ignoriert. Und getötet. Also doch nicht ignoriert. Hier liegt ein bisschen Kohle. Ich kann keine Kohle mehr mitnehmen. Naja. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich laufe gerade zu dir hin, in deine Richtung. Aber ich habe noch eine Höhle gefunden. Ja. Wo kommst du denn her? Ich töte das Skelett, das es auf dich abgesehen hat. Hier ist vielleicht ein Skelett-Spawner oder so. Skelett. Was war da? Du hier. Und nicht in Mexiko. Hier gibt's unwahrscheinlich viel Gold, ne? Ja, wir sind halt auch auf der richtigen Höhe, ne? Wo bist du denn schon wieder hin? Ich bin direkt hinter dir. Ha, hi. Ach, da bist du. Ha, so, jetzt müssen wir wieder raus. Dafür gehen wir hier in diesen dunklen Gang, oder was? Lass mich mal noch ein bisschen Eisen mitnehmen, da habe ich ein ganz volles Inventar. Ah, hey. Kann man überhaupt was sehen mit den Pflastern auf den Augen? Hier ist der Gang auch zu Ende.
Heieiei. Ich würde sagen, diese Tour war ein voller Erfolg, oder? Ja. Machen wir uns auf den Rückweg? Ja. Dann folge mir bitte unauffällig. Ja, bin ja hängen. Ja. Umau, Creeper. Hier müssen wir her. Es ist sehr interessant, wie wir die Fackeln an die Wände gemacht haben. Ah, guck mal, hier war der See. Gott. Ah, warte auf mich. Ich warte. Ich bin da. Du warst nie für mich da. So, hier, hier entlang. Jetzt hier entlang. Ich überlege gerade übrigens. Nee, da müssen wir nicht lang, Okay. Hier müssen wir jetzt nämlich rechts. Hier müssen wir hier lang. Ah ja, hier habe ich auch eine Fackel hingemacht. Ich meinte nur, haben hier doch irgendwo den Spawner gesehen. Das ist ja eine Abkürzung, wäre eine Abkürzung gewesen. Hier hoch, genau. Dann hier entlang. Vorbei am Spinnenspawner. Und in diese Richtung hier? Ich glaube schon. Ja, doch, hier sind wir richtig, glaube ich. Ich überlege momentan übrigens, und da habe ich ja gerade schon mit angefangen, meinen neuen, und damit oute ich mich ja auch ein bisschen als Nerd. Hier ist ein Creeper. Ah, guck mal, hier war der Spawner, glaube ich, ne? Aua, scheiße, ich bin in die Schlucht gefallen. Grab dich einfach hoch. Oder bau dich hoch. Warum haben wir hier so wenig? Warum haben wir hier so wenige Fackeln an die Wand gemacht, nur? So, hier geht's wieder raus, ne? Wo? Ich bin in die Schlucht gefallen. Ja. Wartest du kurz auf mich? Ja, okay. Ach, hier geht's raus. Was ich eigentlich sagen wollte. Ich bin momentan in einem Prozess, der sich ein wenig hinzieht. Wessen wirst du angeklagt? Wo bist denn du jetzt? Ach, da. Ah, hi. Ah, hi, da hat jemand Prozess ganz falsch verstanden. Nein, ich alter Nerd, mache mir momentan ja für meine Vampire-Runde einen neuen Charakter und ich habe noch keinen Namen. Du hast keinen Namen für deinen Vampire-Charakter, ja? Ich habe keinen Namen für meinen Vampir und ich. Boah, wir haben zurückgefunden. Das hat sehr gut geklappt mit den Fackeln. Ja, das stimmt. Da bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Und zwar ein Vampir aus dem englischsprachigen Raum und natürlich würde sich Edward anbieten, aber aus naheliegenden Ed Flood. Irgendwie wieder nicht mehr. Ed Flood ist tatsächlich auch eine der Optionen. Mhm. Aber ich glaube, das bekomme ich nicht durch. Ja, und was ist jetzt mit deinem Prozess? Ja, ich brauche einen Namen und ich finde das Benennen von Charakteren immer sehr schwer. Fridolin Bumsquatsch, der Letzte. Vielleicht. Fridolin Bumsquatsch, der Letzte. Ich möchte meinen Charakter eigentlich nicht nach einem Papst benennen. Gunnar Habermus. Schon eher. Kannst du noch 12 Kohlen mitnehmen? Kohlen kriege ich nicht mehr mit. Nee, ich bin voll. Gut, ich bin... Alles gut. Sehr gut. Jetzt können wir hier rausbringen. Das waren aber auch 3 hektische Episoden wieder. Sowas schlägt mir immer aufs Gemüt, nicht wahr? Ich werde heute Abend erstmal wieder eine Runde Glücksbärchis gucken. Und Tee trinken. Ja, vielleicht schenke ich dir zu deinem Geburtstag auch ein Glücksbärchi, Kuscheltier, und dann kannst du damit kuscheln. Ein Glücksbärchi-Kuscheltier. Guck mal, es ist draußen Nacht, natürlich.
Das schneit. Creeper. Na gut. Aber wir sind direkt am Schrammhaus raus. Na klar. So, dann mal ab zum Lagerhaus und Beute zählen. Die frische Luft, die frische Luft. Huch. Die bringt mich nochmal in die Gruft. Der Pelikan, der fährt einen Opel Caravan. Der Auerhahn, der schaut mich ganz schön sauer an. Das stört mich nicht, weil ich jetzt penne, und zwar auf seiner Auerhenne. Nicht schlecht. Die alten Sachen von Otto waren echt klasse eigentlich. Ach, das kommt von Otto. Hast du die gar nicht selber ausgedacht? Nee, ist ähnlich wie der Kragenbär, der holt sich munter ein nach dem... Also egal. Unsere Materialienkiste ist voll. Und wir haben so viel Redstone. Ich habe übrigens einen Zombie-Kopf. Ja, platziere den mal, dann zeige ich dir was. Ja, bitte. Dahin, na gut, dann kommt der dahin, der dahin und der dahin. Ah, diese Musik, ne? Ja, die passt jetzt gerade wirklich sehr, 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 sehr gut. So, ich würde sagen, wir haben einen Auftrag. Ja, ich kann auch noch ein bisschen Redstone mit reinbumsen hier. Entschuldigung für die Ausdrucksweise. Ich weiß ja, du hast das nicht so gerne. Was denn? Du kannst sagen, was du willst. Ich betreibe hier keine Zensur. Aber ich werde das hinterher einfach leise stellen im Video. Ich betreibe keine Zensur, ich werde das einfach leise machen. So, und zwar brauchen wir ja noch Zensur, ein paar... Für Zensur muss man noch piepen, oder nicht? Nee, nicht unbedingt. Das kann man eigentlich machen, wie man will. So, wir können Eisen allerdings nicht da drin schmelzen. Aber das macht nichts. Können wir einfach hier in die Öfen tun und dann holen wir es raus, wie wir brauchen, ne? Ich wollte gerade sagen, ich packe jetzt hier gerade auch noch mal ein bisschen was rein. Da ist auch noch ein bisschen was drin, aber dann möchte ich jetzt hier von die Hälfte rausnehmen und hier erstmal auffüllen. Verdammt. Das ist auch egal. So, da ist jetzt noch mal Eisen drin. Und hier kommt mein Gold rein. Ich packe auch die Kohle hier rein. Wir haben inzwischen fast 3 Stacks Schienen. Ach, hier ist Holzkohle drin. Holzkohle, warte, dann machen wir das so, dann machen wir Holzkohle zu Holzkohle und haben wieder ein bisschen Kohle hier verbraten. Was machen wir denn hier mit? Eile sind auch wieder ein bisschen da, Kürbissamen gehören hier auf gar keinen Fall rein. Die Fackeln packe ich da wieder rein. In die steinige Kiste kommt unter anderem der Cobblestone, aber nicht das Zombiefleisch, nicht der String, nicht der Sugar. Nicht der Weizen oder Karotten oder Nitro und auch keine Setzlinge und kein Schnee und keine Fackeln und kein Werkzeug. Dieser Schrammo. Ich glaube, ich muss ihm eine ganz böse Skype-Nachricht schicken. Ja, ich werde ihm auch das nächste Mal, wenn wir spielen, sagen, hör mal Schrammo, du Ölknudel. So nicht, mein Freund. Hier, Asaltar, ich denke, ich werde dich zum Ende dieser Folge, ne, werde ich dich jetzt verhaften. Wieso? Ah, ich wurde, ich hab, ich, ja, schon gut. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wir sind da noch ganz gut da rausgekommen, ne? Ja. Das stimmt, das ging ganz flüssig durch. Das ging runter wie Butter, möchte man sagen. Hoch wie Butter, wir sind ja hochgegangen. Ach ja, schon. Alles klar. Das ging hoch wie Butter. Ich sag mal auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ich sag was ganz Ähnliches. Tschüss.